Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Kartoffel-Army, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Molecraft. Mit mir heute mal ausnahmsweise alleine. Das heißt, es nimmt heute niemand aus der Community mit auf. Keine Caro, kein Nischt, keine Ecki. Ganz einfacher Grund dafür ist, ich brauche während Molecraft so ein kleines bisschen meine Ruhe und meine zurückhaltende Art nicht. Nee, ich muss einfach nur ein bisschen rundum hören können und mich nicht von anderen Leuten oder deren Geplapper ablenken lassen, weil ich finde, das ist teilweise sehr, sehr störend bei Molecraft. Ich denke aber, das könnt ihr sehr gut abhaben. Und ihr haltet das sicherlich auch für eine oder zwei Folgen mal höchstens aus. Oh Gott. Okay, den haben wir. Das war aber knapp, ey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe zwar gewusst, dass da wohl jemand irgendwo auf mich wartet. Aber in welcher Art und Weise und wo der genau ist, wusste ich nicht. Das muss man ja mal zugeben. Aber ich glaube, hier ist sonst irgendwo jemand in meiner Nähe. Das ist gerade echt ein bisschen doof. Und vor allen Dingen... Ich wüsste gerne mal, wo dieser jemand ist. Der ist auf jeden Fall über mir. Oh Gott, er hat einen Bogen. Jawohl, Bowspamming. Over 9000, würde ich mal sagen. Ja, toll. Ah, ich hasse so Leute. Da hat er doch anderthalb Herzen. Ah, sowas, bei sowas könnte ich ja ausrasten. Bowspamming over 9000. Das ist einfach in jedem Spiel die gleiche Kacke. Ey, ganz ehrlich. Bad Wars. Gibt's Leute, die spammen dich mit dem Bogen voll bis sonst irgendwo hin. Und natürlich hier bei Molecraft auch. Wenn du einen Bogen hast, nutz ihn. Also ich würde ihn ja eher nutzen, um tatsächlich sehr viel Schaden zu machen auf lange Distanz. Aber einfach nur, um den Gegner auf Distanz zu halten, ich weiß ja nicht. Also ich finde es so ein bisschen komisch. Aber ist ja jetzt mal dahingestellt. Ist ja nicht meine Meinung, ist ja nur meine Meinung, ne? Ist ja nicht meine Sache, wie ich hier spiele oder wie die anderen spielen. Ich hoffe, ich halte mich immer an meine eigenen Regeln und spamme nicht so viel. Das wäre echt ärgerlich. Boah. So, jetzt gehen wir hier mal in die nächste Runde. The Legend 43 weiß, von was ich rede. Hundertprozentig weiß er das. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Und dann gehen wir einfach mal in die nächste Runde und gucken mal, wie weit wir kommen. Einmal Zeit haben wir ja noch. Wordcrafter, ha, ja. Ich weiß auch nie, wie groß diese Runden eigentlich sind. Ich baller immer nur auf gut Glück hier durch. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieser äußere Kreis aufgebaut ist. Also wie die Räume von den Spielern angebaut sind. Ob die jetzt in irgendeiner Art und Weise auf der gleichen Höhe sind oder ob die alle auf verschiedenen Höhen sind. Okay, das ist ja cool. Da hat ja jemand richtig viel Spaß beim Buddeln. Okay, den sollte ich aber... Okay! Mann, bin ich gut in diesem Spiel. Nee, echt mal jetzt. Das ist ja... Wow! Damit rechnet doch kein Mensch. Also, ich finde das immer wieder geil. Du kommst hier rein und wirst einfach übel weggeschnetzelt im Umkehrschluss. Und ich hatte vor allen Dingen so voll das Gefühl, dass ich noch gute Chancen gegen den Typen habe. Ich habe jetzt also zwischendurch mal gedacht, okay, er hat mich jetzt doch besser gehittet, als ich das wollte. Aber im Grunde ist es doch voll im grünen Bereich gewesen. Also ich spiele schon wieder kürzer, als ich hier laber. Das ist echt peinlich. Leute, das könnt ihr doch nicht von mir verlangen. Irgendwer ist hier unsichtbar, ich merke das. Oh, da habe ich was gesehen. So. Okay, aber sonst bringt mir hier, glaube ich, so schnell nichts was.
weiß nicht, wo hier die Leute sind. Aber irgendwo sind sie auf jeden Fall. Und sie wollen mich, glaube ich, haben. Sonst wäre der nicht so knapp neben mir oder unter mir oder über mir gerade dabei gewesen, sich rumzubuddeln. Ich finde es aber auch toll. Rüstungsaufwertung. Okay, ich finde es aber auch toll, dass man hier die Möglichkeit hat, immer noch irgendwie zu überleben oder abzuhauen. Das ist halt das Schöne an der ganzen Sache. Wenn man es geschickt anstellt, kommt man hier auf jeden Fall nochmal weg. Auch wenn man unbitterlich verfolgt wird. Keine Ahnung, was dieser Typ... Oh, ich wollte gerade schon sagen, da steht noch einer, aber da war gar keiner. Was war das? Was war das für ein komisches Geräusch? Potion, was? Bohrer? Also wir können jetzt bohren. Oder auch nicht mehr. Okay. Ist also schon vorbei, das Event. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Invisibility, das hilft uns alles nichts. Wir brauchen hier was zum Heilen. Und zwar was, um fix zu heilen. Und nicht irgendwie sowas 0815-mäßiges. Wo sind die denn? Das ist sau schwierig einzuschätzen, wo die jetzt eigentlich sind. Okay. Der hat auf jeden Fall gut von mir einen draufgekriegt. Doof ist nur, dass ich von ihm halt auch fett einen draufgekriegt habe. Okay, jetzt sollte ich ihn eigentlich haben. Er hat sich selbst angezündet. Perfekt. Okay. Das können wir nutzen. Obwohl, können wir auch irgendwie nicht nutzen. Ich schmeiß mal kurz ein paar Sachen ins Feuer. Auf jeden Fall mal den Helm und den ganzen Kram. Nur so just in case. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Feuerbälle. Das heißt, TNT können wir im Notfall zünden. Tränke haben wir aber jetzt nicht wirklich welche gekriegt. Kistenrefill. Okay, da finde ich recht gut, dass wir jetzt tatsächlich doch recht viele Kisten hier auf dem Weg haben. Brauchen wir aber alles nicht. Ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kommen, hier so viele Sachen die ganze Zeit doppelt zu machen. Was ist denn das hier? Da sehe ich irgendwas. Ach, guck mal, Crafting Table. Das ist ja krass. Das wusste ich gar nicht, dass man die hier so durchblitzen sieht. Das Doofe ist halt, dass ich mir jetzt nicht mehr... Jetzt kann ich mir das recht nicht mehr sicher sein, dass mich hier jemand getrackt hat. Also ich gehe stark davon aus, dass hier irgendwo jemand gerade auf mich lauert. Zum Beispiel da vorne, der junge Herr. Vielleicht können wir aber auch auf ihn lauern. Ja, ne? Das war ja lustig. Also das GPS hat mich zwar nicht unbedingt verraten, aber ich habe mich halt ein bisschen selbst verraten. Das ist ja... Das macht ja richtig Spaß hier. Machen wir direkt noch eine Runde, weil wir es können. Weil wir Spaß dran haben. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen kleiner anfangen. Also ich glaube, 4 gegen 8 ist eher so unser Metier. Ich weiß vor allen Dingen gar nicht, liegt es jetzt an der Uhrzeit oder am Tag, an dem ich das hier spiele? Weil ich habe das schon mal aufgenommen gehabt, wo die Aufnahme dann nicht mehr so ganz brauchbar war. Und da habe ich tatsächlich fast alle Runden gewonnen. Deswegen hat mir das Spiel... Deswegen habe ich mir auch gedacht, okay, das kannst du tatsächlich ausbauen. Mittlerweile bin ich mir dann nicht mehr so sicher, ob ich das jetzt wirklich ausbauen kann oder ob ich das auch ausbauen möchte. Weil ich einfach total schlecht bin. Nee. Also ich versuche es auf jeden Fall auszubauen. Wenn es euch gefällt, das Spiel MoCraft, dann könnt ihr es auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Und schreibt mir noch dazu, welches euer Lieblingsspiel auf Gomma HD ist. Vielleicht könnte ich mir das ja auch mal noch angucken. Also was ich hier schon kenne, ist Aura, MoCraft und
Rage Mode, genau. Rage Mode kam ja auch die letzten Tage. Okay. Dann gehen wir hier mal rein. Okay, der hier hat das irgendwie vercheckt, dass ich hier bin. Okay. Boah, wie unfair ist das denn jetzt? Da sind ja alle auf einer Höhe. Dieser Lurch. Boah, ist das ein Lurch. Ist das ein Lurch? Es gibt's ja gar nicht. Sowas Unverschämtes aber auch. Da kommt der da von hinten und luchst mich dem anderen weg. Also eigentlich hat er mich nicht abgeluchst, sondern eher abgestaubt so ein bisschen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich vielleicht frühzeitig in irgendeine andere Richtung gehen sollte. Und ich tue es schon wieder nicht. Okay, okay, okay. Lass nur deine Schaufel. Lass nur deine Schaufel in der Hand. So, jetzt erstmal ein bisschen cool bleiben. Ich setze hier mal so eine Fackel. Guck mich mal ein bisschen genauer um. Also ich glaube, am Anfang ist es erstmal wichtig, direkt zu zeigen, dass man da ist. Haben wir jetzt ja schon gemacht. Jetzt ist es erstmal wichtig, als nächsten Schritt ein paar Kisten zu finden. Natürlich dann auch schon wieder direkt mit ein paar lustigen Sachen drin. Das nehme ich nochmal auf, denn ich habe ja keine Hose. Und da kriegen wir auch direkt mal eine Superschaufel. Ich hoffe nur, dass diese Superschaufel nicht dann irgendwie hingeht und unsere Kisten auch wegmacht. Das kann ja wohl jetzt echt nicht sein, dass ich jetzt durchgebuddelt bin wie so ein Maulwurf. Und absolut nichts daraus gekriegt habe, oder? Also keine Kiste oder sowas. Reicht jetzt wieder. Hast ja jetzt Eisensachen gekriegt, ne? Reicht dann wieder. Was ist denn ein Amboss? Was ist denn das mit dem... Oh, hi! Ja, gut. Da kann ich nichts mitmachen. Also das hat mich jetzt gerade echt ein bisschen gewundert, dass da plötzlich ein Amboss stand. Ist auch ein bisschen creepy. Unbreaking bringt mir doch alles nix. Leute, gebt mir doch mal. Okay, also wir brauchen immer diese 6 Level, wie es aussieht, um irgendwas bewirken zu können. Und ich glaube, hier bin ich sogar wieder in meinem eigenen Kreis gefangen. Ja. Okay, deswegen gehen wir jetzt einfach mal in eine andere Richtung. Ganz unabhängig davon, ob wir jetzt in die richtige Richtung laufen oder nicht. Ich will ja erstmal wirklich nur Kisten finden. Es wäre mal toll. Wisst ihr jetzt? Oh, nice, Kuchen. Es wäre mal toll, hier irgendwie ein Eisenschwert zu finden. Okay. Okay, okay, ich habe ihn besser gehittet auf jeden Fall. Perfekt. So, sehr gut. Okay, okay, hat er irgendwas, was mir vielleicht eventuell gefallen könnte? Diese Bälle hier gefallen mir auf jeden Fall. Gomme-Mode, da wird man ein bisschen rumgetrollt. Wie auch immer. Aber ich glaube, das war eine ganz gute Taktik, hier einfach mal abzuwarten, was er macht. Und zu warten, bis er kommt und nicht auf ihn zuzurennen. Vielleicht wird das ja öfter mal was. Wow! Das fand ich jetzt nicht lustig. Das fand ich jetzt halt echt nicht lustig. Da hinten ist einer, Street Fighter. Okay, das finde ich dann doch gut. Inventar Drop, natürlich.
Habe ich jetzt wenigstens die wichtigsten Sachen noch bei mir? Ich hoff's. Er schlürft irgendwas. Ich glaube, er hat sich ziemlich darauf vorbereitet, was er hier gerade macht. Oder was? Es wäre cool, wenn ich irgendwie ausmachen könnte, wo dieser Typ ist. Weil es könnte auch irgendwie sein, dass er weiß, wo ich bin. Und ich nur viel zu doof dafür bin. Der ist ja wieder da hoch, oder was? Also ich möchte jetzt echt nichts sagen, ne? Aber der ist gerade, glaube ich, genauso ängstlich wie ich. Hier liegt Spannung in der Luft, tatsächlich. Oh nein. Oh nein. Das ist so eine Bullkacke. Okay, aber er ist unter mir auf jeden Fall. Dafür war es auf jeden Fall gut. Hunger. Mann, ich sehe den Typen nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns hier dauerhaft annuckeln. Oh, 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 oh. Ja! 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 Darauf gibt es erstmal ein GG. Alter. Ey, das hat jetzt aber auch lange gedauert, bis wir da irgendwie zu dem Ergebnis gekommen sind. Das ist ja nicht mehr feierlich. Machen wir noch eine Runde? Ich glaube, wir machen noch eine Runde. Dann haben die Leute wenigstens was gesehen und können nicht sagen, ich habe nicht so Macht. Heavy Intensive. Jetzt verlieren wir erstmal nochmal. Also ich glaube, jetzt geht alles in die Hose. Mehr in die Hose kann es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Okay, das hier mache ich mal alles weg. Alles, was ich nicht brauche, kommt in die Tiefen meines Inventars. Den schnapp ich mir. Ich weiß nicht, was er davor hat, aber ich habe ihn mir geschnappt. Ich finde es auch schön, dass sie dann manchmal einfach so durchrennen und dann so, ja, als ob sie es gewesen wäre. Einfach mal weiter und draufgehalten und weitergemacht und immer weiter draufgehalten. Das macht denen scheinbar auch ziemlich viel Spaß. Aber ich glaube, so wie ich das jetzt festgestellt habe... Die da unten teamen doch! Ich sehe das... Das ist jetzt ärgerlich. Warum backe ich denn jetzt hier so? Okay, das habe ich jetzt also behoben. Ich wüsste trotzdem gerne, warum die da unten so rumbacken. Nee, warum die da unten so rumliebäugeln. Oder liebäugeln die gar nicht? Das kann natürlich auch sein, dass die gar nicht liebäugeln und sich einfach nur nicht gesehen haben. Ich könnte mir jetzt auch einfach irgendwelches doofes Gespräch hier abhalten, ne? Aber...
Okay, ich glaube, da kommt gleich einer von oben. Tatsächlich, der war so doof und ist da runtergesprungen. Alter, halbes Herz, wollt ihr mich verarschen? Weißt du, ich baue mir extra so einen wunderschönen Weg hier an der Seite runter. Und der Typ springt einfach. Aber halbes Herz hätte natürlich auch schlecht für mich ausgehen können jetzt. Ich mache hier sowieso allgemein ziemlich finstere Sachen. Weil ich halt einfach überhaupt nicht weiß, was mich da unten erwartet. Erwartet mich da unten Weltfrieden? Erwartet mich da unten irgendwas anderes? Das da, das da, das da. Oh Gott, ja, toll. Den habe ich einfach nicht getroffen. Naja, ich glaube, es sollte einfach nicht sein. Obwohl ich jetzt tatsächlich ein gutes Gefühl hatte bei dem Ganzen, aber der hatte sowieso wieder volle Herzen. Da hatte ich sowieso keine Chance gegen. Also ich glaube, es wäre jetzt egal gewesen, wer da vorbeigekommen ist, solange er es irgendwie geschafft hätte, mich zu treffen. Aber wir haben immerhin eine Runde gewonnen. Also das Bootcamp geht weiter. Wir machen das auf jeden Fall immer mal wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch, wenn das so ist, eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Ansonsten, was ihr natürlich auch machen könnt, ist gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Und bis dahin. Tschüss. Und bis dann.